So, dann können wir jetzt direkt mal das Pushback-Procedure einleiten. Wir müssen ja, so wie wir es vorhin bei den anderen Flugzeugen gesehen haben, in diese Richtung da rollen. Na, guck mal, da startet eine Turkish Airlines, da ist auch wieder einer auf der Bahn. Könnte eine ONU Air sein. Da rollen jetzt noch einige zur Bahn. Mal gucken, ob wir nachher vielleicht sogar kurz warten müssen. Ich kann euch mal kurz den Flughafen von oben zeigen. Sieht so aus. Wir haben hier... ist das auch eine Bahn? Stadtlandebahn. Ich glaube nicht, oder? Das ist ein Rollweg. Genau, wir haben hier eine Stadtlandebahn und hier eine Parallelbahn. Parallelbahnsystem, also insgesamt drei Stadtlandebahnen. Und ihr seht jetzt wirklich hier einiges vom realen Luftbild von Istanbul hier abgedeckt. Finde ich sehr, sehr schön. Der andere Flughafen, Istanbul... Von Istanbul, ich weiß gar nicht, wo der genau liegt. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, egal, genau. Und wir rollen dann, so wie die anderen Flugzeuge hier vor, zur Bahn. Und die beiden könnten vielleicht noch vor uns dann warten, noch vor uns rausgehen. Also wir könnten dann wahrscheinlich heute, so wie es aussieht, mal in der Warteschlange widerstehen. So, wir wollen Nose Right, Tail Left. Also einmal Steuerung F12 drücken. Und Prepare for Pushback and Departure, Nose Right, Tail, Left. Do you want to start engines before pushback? No. Wir machen das während des Pushbacks. So, dann fahren wir mal den Jetway weg. So, jetzt haben wir mal wieder einen Pushback-Truck, der hier um das Nose-Gear rumgreift. Das hatte ich aber bis jetzt auch noch nie, dass irgendwie mal eine Frage kam, ob man die Triebwerke vor dem Pushback starten möchte. So, Doors. Close Left Entry. Wir müssen gleich noch die Wheel Chocks entfernen. Machen wir jetzt schon mal. Aber ich glaube, dann wird automatisch die Parkbremse gelöst. Oder? Ne, dann wird die Parkbremse noch nicht gelöst. Aber wahrscheinlich, weil wir sie hier noch angezogen haben, wird sie dann nicht gelöst. So, da ist der Marschaller. Flugzeug wird jetzt verbunden damit. Genau. Hinten sollte noch keins sein. Gut, jetzt ist hier halt mit dem Static Object, einem statischen Objekt hier mit der Fluggastbrücke, die ist jetzt ein bisschen da im Weg, Passagierbrücke, aber da rollen wir halt jetzt so durch, passiert ja nichts. Da rollt noch ein zur Startbahn, ne? Sieht so aus, ob wir da doch ein bisschen an der Startbahn heute warten. Ist ordentlich was los hier am Flughafen, hatten wir schon letzte Zeit nicht mehr so, dass wir irgendwie an einem Flughafen so viele Flugzeuge auf dem Weg zur Startbahn hatten, wo wir auch hier unterwegs waren. So. Okay. Wir haben die Frage auf den Engine Start. Also einmal erstmal in Richtung Overhead Panel gucken. Aber sowas hatten wir echt schon lange nicht mehr, dass wir die Packs gehen erstmal auf Off, sodass wir mal wieder so viele Flugzeuge am Flughafen auf dem Weg zur Startbahn hatten, als wir auch gestartet sind. So, Packs sind off. Dann geht der Engine Start Selector jetzt erstmal für Engine 2. Einmal linksklick drauf, eins nach links bewegen auf GRD. So. Und dann können wir bei circa, na wann geben wir Kerosin dazu? Ich sehe jetzt gar keine N2, ach nee, N2 ist hier unten, genau. Bei 25% N2, jetzt können wir das Kerosin dazu geben. So, wunderbar, da verlassen wir hier das Gate 204 vom Flughafen Istanbul Atatürk. So, ist echt ordentlich was los hier am Flughafen. Finde ich aber ganz schön, dass hier ein bisschen was los ist, dass wir da vielleicht auch nochmal so in der Schlange nachher stehen werden. Na gut, wir müssen aber erstmal zur Startbahn rollen und auch warten, bis wir dann jetzt hier noch die ganzen anderen Vorbereitungen, wie vor Taxi und so weiter, alles gemacht haben. Gucken wir mal. So. Aber es ist schön, dass hier so einiges los ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus hier. Sehr belebt jetzt alles mit diesen KI-Flugzeugen jetzt hier. Finde ich sehr cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, dass ich mir das Add-on MyTraffic 2013 zugelegt habe hier für diesen realen KI-Verkehr, beziehungsweise halt für diese, mit diesen realen KI-Verkehr, also dass man halt so mit den Flugzeugen, dass sie halt so die Lackierung haben von echten Airlines, die auch hier unterwegs sind und so weiter und halt die ganzen anderen Flugzeugtypen hier auch noch unterwegs sind. So, wir starten Triebwerk 1, kann auch gleich das Kerosin dazugegeben werden. Gleich haben wir bei N2 auch 25% und zwar jetzt Kerosin dazu und Triebwerk 1 fällt jetzt auch hoch. Wir haben eine echt ganz schön lange Pushback-Distance heute hier zurück, aber der wird uns hier wahrscheinlich auch passend eindrehen, so wie ich GSX kenne. Macht der Pushback-Truck das dann auch wieder wunderbar und schiebt uns schön hier auf die Taxiway-Linie zurück. Der kennt es ja auch dann passend mit dem
wie stark er uns eindrehen muss und so weiter und so fort. So. Dann haben wir das erledigt und warten jetzt, bis der Pushback fertig ist. Triebwerk 1 ist jetzt auch gleich stabilized. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wie viel Startbahnlänge wir heute brauchen werden. Wird bestimmt nicht wenig sein bei der hohen Beladung heute. Aber wir werden es ja dann gleich sehen. So, da geht einer raus. Ja, wir bleiben jetzt auch auf der Frequenz. Weiß gar nicht, nur weil... Doch war schon einiges an Funkverkehr noch hier im Hintergrund. Wir hätten eigentlich auch die Funkfrequenz wechseln können, aber egal, wir lassen es jetzt mal, ist eh zu spät. Jetzt sind wir hier beim Taxiing gleich, dann müssen wir ja bei der Bodenkontrolle auf jeden Fall auf der Frequenz bleiben. So, jetzt kommen wir hier schon immer weiter auf die Taxiway-Linie, wunderbar drauf gepusht. Sieht schon cool aus, wenn hier noch so das reale Luftbild und da die Gebäude noch so diese, noch so ein bisschen so noch nachgestellt sind, da ein bisschen so in die Entfernung. Sieht schon cool aus, da kann man noch, sieht es noch realer aus, wenn man so ein bisschen an die Entfernung in die Ferne guckt. So, wir sind schön auf der Taxiway-Linie, wunderbar, mit der 737-900, sind wir auch schon lange nicht mehr geflogen, in 900er-Version. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon mit der 900er geflogen sind, höchstens ein, zweimal, glaube ich. Sonst meistens immer 737-800. So, please set parking brake. Parking brake is set. Und dann warten wir auf weitere Anweisungen, können nochmal die Höhenmesser aktualisieren, sind aber immer noch 1014. Na? Jetzt. Genau, jetzt löst er den Pushback-Truck. Und dann warten wir nur noch aufs Hand-Signal. Dann seht ihr hier nochmal, das ist echt eine ganz schön lange Pushback-Distance. So, da fährt der Pushback-Truck weg. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob der Marschaller da mitfahren kann. Ich glaube nicht, der muss dann wieder alleine zurücklaufen. So, dann warten wir mal, bis der weg ist und wir die Freigabe haben. Da rollt auch ein A319 von Turkish Airlines. Da hinten gewittert sogar ein bisschen. Können wir das Terrain Radar anschalten. So, left is clear, right is clear. Wo steht er? Da ist er. Wunderbar, Hand Signal. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Have a good trip. Thank you very much. Und da läuft er weg, zurück wieder zum Gate. Wunderbar, konnten wir heute auch perfekt sehen jetzt hier. Hat sich wunderbar hingestellt. Ist ja manchmal so, dass man, dass er irgendwie hinter einer Säule steht oder sowas, aber gut, das kann der natürlich auch nicht wissen, ob er jetzt von welcher Perspektive wir gucken, ob er dann für uns hinter einer Säule steht oder nicht. Aber so konnten wir ihn wunderbar hier aus dem seitlichen Fenster sehen und wir machen weiter mit dem Before Taxi Procedure. So, also erstmal Generator 1 und 2 auf on. Wo haben wir es denn? Generator 1 und 2. Jetzt suchst du die ganze Zeit, wo sind sie denn? Sind die hier schon an? Das sind die Hydraulik. Ah, hier genau. Wo gucke ich denn die ganze Zeit? Hier ist es doch. Generator 1 und 2. Jetzt ist die APU. Jetzt nehmen wir Strom über die Engine, über die Triebwerkgeneratoren, Engine Generators. Und nicht mehr über den APU-Generator. Die Packs, die gehen gleich auf on. Erst müssen wir die Propeats auf on schalten. Und jetzt gehen die Packs wieder auf auto. Left and right Pack. Isolation Valve ist hier, geht auch auf auto. Ein Rechtsklick drauf. APU Bleed geht off. Das ist das hier, glaube ich. APU Bleed, genau. Ne, wobei ist das? Was ist das dann? Das ist, glaube ich, ein Engine Bleed, ne? Lassen wir das mal auf on, genau. Das sollte APU Bleed sein. Reset sollte hier für wahrscheinlich stehen. So, dann die APU geht off. Einmal hier einen Rechtsklick drauf, sieht das jetzt hier auch aus. Engine Start Switches gehen jetzt auf Continuous. Takeoff Flaps stellen wir ein. Flaps 5. Einmal und noch einmal. So, und Flight Controls, die kontrollieren wir jetzt gerade noch. Können wir das so, können wir auch irgendwie so umschalten, oder? Dass wir die Flight Controls hier sehen könnten. Ne, gut, dann nicht. Wo haben wir es? Unter Systems. Genau. Das müssen wir noch irgendwie auch da hochkriegen. Ich weiß noch nicht, wie es ging. Ne, egal, gut. Dann Flight Controls, Full Up, Full Down, Neutral, Full Left, Full Right, Neutral und Rudder, Full Left, Full Right, Neutral, Flight Controls, checked. Und dann geht noch das Taxi Light Off On, die Before Taxi Checklist kommt und dann geht's los zur Startbahn. Also, Before Taxi Checklist,
Generators sind auf on. Dann Propede ist on. Anti-Ice ist off. Isolation Valve ist auf. Auto. Engine Start Switches sind auf Continuous. Recall. Ah, wo war das? Wo war es? Das war doch irgendwo hier oben, ne? Ah, ich habe es letztens mal gewusst. Hatten mir nämlich auch einige dann von euch in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es ja gefragt von euch. Ich hatte euch gebeten vor einiger Zeit, letztes Mal, als ihr mir da geflogen sind, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wo der Recall-Button ist. Da hatten mir es auch einige in die Kommentare geschrieben. Ich hatte es dann auch nachgeschaut und habe es dann auch gefunden. Nur jetzt. Oh, jetzt finde ich es wieder nicht. Wo ist er denn jetzt? Das ist natürlich jetzt blöd. Der war da oben irgendwo, ne? Der muss doch hier irgendwo sein. Recall. Ne, jetzt weiß ich leider echt nicht, wo der ist. Jetzt hätte ich jetzt nochmal nachgucken können. Beziehungsweise ich hab's hier nachgeguckt. Ah, hier, das ist er, ne? Das soll da, glaube ich, sein, oder? Mit Cancel und Recall, das soll da, glaube ich, sein. Ich glaube, das war der. Da steht zwar jetzt nicht Recall drauf, aber ich meine, es ist er. Sonst gucke ich es nochmal nach für den nächsten Flug, aber dann, dass ich dann wirklich weiß, wo er ist, aber ich meine, das soll da sein. So, Recall ist checked. Dann Outbreak ist auf Autobreak RTO. Engine Start Levers Idle Detent. Flight Controls sind checked. Ground Equipment is clear. Before Taxi Checklist completed. Parking Brake released. Schub leicht erhöhen, los geht's zur Startbahn. Free five right hier am Flughafen Istanbul Atatürk. Flaps sind doch noch nicht set. Das war jetzt erst Flaps 2. So, jetzt Flaps 5. So, da ist jetzt keine hinter uns, die noch jetzt hinter uns zur Startbahn rollt. Mal gucken, ob da vorne noch eine wartet. Es steht nämlich noch die andere 737 hier, so dass wir es nicht sehen können. Wir werden es ja gleich sehen. Ich finde die FPS sind auch irgendwie gerade richtig gut dafür, dass ich jetzt hier das Flughafen-Addon verwende, wo jetzt richtig hochauflösende Texturen alles sind. Na, ist doch jetzt keine vor uns hier. Das haben wir noch ein bisschen länger gebraucht. Da sind die alle schon raus. Na gut, wieso hätten die auch so lange da stehen bleiben sollen? So, das heißt, wir können jetzt aber dann direkt raus, außer da ist noch irgendwie ein anderes startendes Flugzeug dann vor uns. So, es wird auch langsam jetzt immer dunkler werden dann. Mittlerweile, glaube ich, auch schon etwas dunkler geworden, als es jetzt hier tagsüber wäre, gegen 12 Uhr mittags oder so. Aber es wird natürlich später immer noch dunkler werden dann. Ihr seht, die Sonne steht nämlich auch schon ziemlich tief da hinten. Wird also schon bald untergehen. Dann müssen wir die ganze Cockpitbeleuchtung anmachen. Wobei, vielleicht können wir jetzt schon mal hier... Nein, die brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht anzumachen. Ich hätte sonst höchstens die Instrumenten-Hintergrundbeleuchtung schon mal angemacht. Wobei, das können wir wirklich gleich mal machen. Wenn wir jetzt hier gerade ausrollen, jetzt müssen wir mal kurz gucken, welcher das war. War das der hier? Ne, das ist auch nur die Hintergrund. Hier, das ist ja genau der. Wobei, gut, dann haben wir das halt schon mal an, aber so wirklich brauchen wir das jetzt noch nicht. Das sieht man jetzt noch nicht so einen Unterschied. Das wäre jetzt die Beleuchtung für die Instrumente hier vom Hintergrund, also so... Die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente, aber das sieht man jetzt noch nicht so sehr. So, wir nähern uns immer weiter der Startbahn. Hier vorne rechts ist es schon. Alter, wir haben gerade 30 FPS, richtig geil. Dafür, dass wir hier das Add-on PMDG 737 verwenden, was schon eigentlich ziemlich hoch anfordernd ist und so weiter. Und auch noch hier das Add-on von Taxi to Gate, was hier auch, so, zumindest sieht es so aus, als auch ziemlich viel Performance eigentlich braucht. Zumindest ist halt alles hier wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Hochauflösende Texturen und so weiter. Und dafür haben wir so gute FPS. Auch noch vereinzelt ein paar Wolken am Himmel. Also läuft gerade echt richtig gut hier, richtig flüssig. So, Runway 35 right, da steht's. Fortlaufende Rollanweisung geht aus. Wir gehen zum Kontrollturm. Und sollten jetzt nämlich an der Holding-Linie stehen, eigentlich die Freigabe anfordern können. Weiter dürfen wir eigentlich nicht vorrollen, oder? Ja, sonst kommen wir nämlich auf die Bahn. So ein Stück weiter vor. Müssen wir drüber rollen, bis wir die Startfreigabe anfordern können. Jetzt.
Halt nur nochmal kurz. Nochmal kurz Parking Brake Set. Wir machen mal das Before Takeoff Procedure. Before Takeoff Procedure. Position Light geht jetzt auf Strobe und Steady. Also ist auch die. Das Blitzlicht aufleuchtet. Da es ja bald dunkel wird, machen wir jetzt schon mal das Logo Light hier an. Ihr seht, ne, es wird schon echt jetzt relativ schnell dunkel. Die Sonne ist jetzt schon gleich am Horizont verschwunden. Aber wir sind jetzt hier noch, kommen jetzt hier noch raus, bevor es dann wirklich richtig dunkel wird. Jetzt seht ihr aber auch schon hier. Es ging jetzt eigentlich relativ schnell, finde ich, dass es schon immer dunkler geworden ist. Ihr seht jetzt hier auch schon mehr diese Hintergrundbeleuchtung der Instrumente. So, dann TCAS geht auf TARA. TARA. TCAS, wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier unten haben wir es. So, einmal TARA. Damit wir auch die anderen Flugzeuge auf dem Computer hier, auf dem Andy auch sehen. Und dann kommt die Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Checklist. Flaps 5, Green Light. Stabilizer 6.14 Units. Ah, guck mal, wir haben jetzt hier 6.14 und genau hier, Bordcomputer wurde es auch nochmal umberechnet jetzt. Wahrscheinlich, weil das Flugzeug noch ein bisschen leichter geworden ist und so passt das jetzt so. So, dann einmal ab auf die Startbahn. Jetzt wird es echt recht richtig schnell dunkel. Jetzt geht's echt schnell. Was wir hier gerade schon mal machen können, ist die Beleuchtung hier auch anmachen. Es geht jetzt echt schnell. So, Landing Lights on und Runway Turn off. Mein lieber Mann, das ging jetzt echt schnell, dass es hier dunkler geworden ist. Dass die Sonne jetzt hier untergegangen ist. Also man merkt jetzt doch schon den Unterschied von der Helligkeit im Vergleich zum dem, wo wir angefangen haben hier vorhin. Als wir hier mit den Vorbereitungen begonnen haben. Und ja, jetzt von der Helligkeit her. Das macht schon ganz schön Unterschied. So, wir richten das Flugzeug erstmal aus. Ach, jetzt habe ich die Streckenfreigabe gar nicht angefordert. Egal, jetzt sind wir. Machen wir es jetzt noch. Gut, wir haben auch die Freigabe erhalten. Es war jetzt auch kein Flugzeug mehr inbound, hätten wir auch gesehen. So. Wir halten nochmal kurz an, dass wir kurz nochmal gucken, dass alles passt. Also, Before Takeoff Checklist ist completed. Lichter sind alle an. Landing Lights und Runway Turnoff sind on, ne? Sonst haben wir auch alles hier an. Logo haben wir auch schon an. Gut, das passt. Dann erhöhen wir jetzt bis 40% N1 und dann drücken wir den Toga-Switch, haben wir hier so einen hidden, versteckten Toga-Switch, einmal linksklick drauf und dann genau erhöht das Flugzeug von alleine die Leistung auf die passende Startleistung. Also dann erstmal Schub erhöhen, gucken, dass die Triebwerke stabil laufen. Finde ich sehr schön, dass hier diese Anzeigen auch so genau sind, dass man sieht, bis zu welcher Leistung man die Schubhebel vorgestellt hat. So, sind stabilized, wunderbar, let's go, take off! Und ab geht's in Richtung Süden zum Flughafen Kilimanjaro. Genau. So, 2700 Meter Startbahnlänge haben wir hier, wenn ich es richtig da drüben gerade auf dem Schild gelesen habe. Da beschleunigen wir ordentlich. Aber ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall rechtzeitig abheben können. So, gleich haben wir 100 Knots. 100 Knots. Ihr seht auch hier die Texturen und so weiter, sind alle richtig geil. Auch mit dem 3D-Gras sieht alles richtig realistisch, richtig echt aus. Finde ich richtig cool. So, gleich V1. Und Rotate. Und dann einmal die Nase langsam nach oben ziehen. Und V2 ist erreicht. Wunderbar. Das ist ja die minimale Geschwindigkeit, die wir für einen sicheren Steigflug brauchen. Positive Rate, Gear up. Und da verlassen wir hier mit der schönen 737-900 von Turkish Airlines den Flughafen Istanbul Atatürk. Hier nochmal eine Sicht von oben auf den Flughafen. Wunderbar verlaufender Start. Und dann fliegen wir jetzt nochmal kurz manual weiter. Und zwar den Turn da vorne noch. So, da sollen wir auf 1600 Fuß or above sein. Das haben wir auch schon erreicht. Neigung meiner Nase mal ein bisschen runter. So, wunderbar. Und dann fliegen wir jetzt gleich einmal so um Istanbul außen drum herum. Da drüben seht ihr auch noch ein bisschen was vom realen Stadtbild hier. Hier links auch, genau. Und dann können wir schon mal den Turn einleiten. Und jetzt seht ihr, das wird jetzt. Das geht jetzt echt richtig schnell, dass es hier dunkel wird. Ihr merkt jetzt hier schon, jetzt sieht man doch deutlich die Instrumenten-Hintergrundbeleuchtung. Gut, dass wir die angemacht haben. Alter, das ging ja mal richtig schnell, wie das jetzt hier dunkel geworden ist. Hätte ich jetzt erst nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht. Mein lieber Mann. So, Flaps 1. Echt krass, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es jetzt so schnell dunkler wird. So, dann machen wir jetzt mal einen Autopiloten an. CMDA geht an. LNF und VNAV sind aktiviert, sind ja gearmt.
Flugzeug folgt der Flugstrecke und steigt jetzt auf Reiseflughöhe auf 33.000 Fuß, etwas mehr als 10.000 Meter. So, genau, dann machen wir mal die Flaps gleich auf ab und dann kommt das After Takeoff Procedure. So, Flaps auf ab und After Takeoff Procedure. Auto Brake off, Landing Gear off, Engine Start Switches einmal nach links auf off und Runway Turn Off und Taxi Light off. So. Wenn wir jetzt gleich wieder gerade ausgerichtet sind, werdet ihr auch hier nochmal den Flughafen Istanbul sehen, Istanbul Atatürk. Ich glaube, wir hätten sogar heute beim Start noch ein Sichtfenster aufmachen können bei diesen guten FPS. Alter, das läuft ja richtig gut mit FPS heute. Richtig cool. Genau, hinten seht ihr nochmal den Flughafen. Das ist ja richtig cool. Cool, dass es so gut mit den FPS läuft. Hätte ich nicht erwartet bei dem komplexen Flughafen-Add-on, sage ich jetzt mal. Also ich sage jetzt mal komplex halt von der Detailgenauigkeit und so meine ich das. Hätte ich es echt nicht erwartet. Und mit der PMDG 737 dann noch, die ja auch schon ziemlich anfordernd ist und so, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft. Finde ich sehr cool. Das ist echt immer so, da gibt es mal so eine Add-on, was irgendwie ziemlich so viel FPS braucht. Und dann gibt es wieder andere Add-ons, die ziemlich performance-schonend sind und trotzdem richtig schön alles darstellen und so weiter. Also da gibt es schon wirklich viele Unterschiede von dem Performance, was hier so Add-ons an Performance brauchen.